Guten Morgen. Ich wollte mich heute nochmal definitiv hier von zu Hause melden und wir werden gleich losfahren zu unserem Reborn-Treffen in Oberhausen und ich habe gerade mitbekommen, dass schon die ersten da sind. Das ist so krass. Ich weiß nur, bei uns steigt die Aufregung auch. Ganz schön sogar. Also ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Die Liamaus ist auch schon fertig. Da liegt die Schnecke. Da die Süße. Ich habe ihr dann doch noch eine Strumpfhose drunter gezogen. Eigentlich sollte sie nur diese kurze Hose anziehen mit T-Shirt. So, Tasche ist auch gepackt, Kinderwagen und alles andere im Kofferraum schon vom Auto. Und ich ziehe mir jetzt noch die Schuhe an, packe jetzt noch den Rest. Mein Handy ist nämlich noch im Ladekabel. Und hole mir jetzt noch meine Jacke raus, gehe aufs Klo, mach mich frisch und dann geht's auch schon los. Unterwegs und ich habe euch ja versprochen, dass ich mich melde aus dem Auto. Nach 600 Metern am Autobahnkreuz 6, Kreuz Duisburg. Dein Ernst? Fahrstreifen. Ja, der wird jetzt noch öfter fahren. Auf A42 Richtung Dortmund zu fahren. Ja. Er wollte sich nur vorstellen. Ja, okay. Da ist unser süßer Mika. Da die kleine Grinsebacke. Und da ist die süße Thalia-Maus. Und hinten im Kofferraum liegt Delia in der Wanne vom Bergsteiger. Gut geschützt, damit da nichts dran passiert. Hast du die Bauchtragen mit? Ja, die habe ich gestern schon mit eingepackt. Ich würde sagen, wir melden uns dann, sobald wir angekommen sind. Sollten wir irgendwann mal ankommen. Aber scheint wohl doch alles richtig gewesen zu sein, ne? Okay. Also noch haben wir uns nicht verfahren. Mal gucken, ob das so weiter bleibt. Gut. So, wir sind da. Wir suchen den Ausgang. Da ist unser Kinderwagen. Da liegt. Da runter gehen können wir schon Richtung Galeria Kaufe. Okay. Und da ist auch ein Aufzug. Da liegt da dann auch ein Aufzug. Scheint ja so, die gehen ja auch da runter. Oder? So, wir sind jetzt angekommen. Wir müssen jetzt nur mal eben schnell auf Toilette, beziehungsweise meine Mutter und meine Schwester. Ich habe die Liamaus mal die Jacke ausgezogen, weil es zu warm ist. Und ansonsten sieht sie so aus. Ja. Hat doch ihre süßen Turnschuhe an. Und wir werden jetzt gleich dann Richtung Cola-Oase gehen, beziehungsweise Ausgang, um dort dann zu unserem Treffen. So, wir sind angekommen und wir sind schon mitten im Treffen. Und ich dachte mir, ich filme jetzt einfach mal, ja. Ich filme jetzt einfach mal, wie viele hier sind. Moment. So viele sind da. Da unten stehen die ganzen Kinderwagen. Das ist richtig krass. Das ist so schön.
Da ist die Lia-Maus. Die Schnecke musste jetzt auch schon einiges ertragen. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg und zeige euch jetzt mal diesen Pulk. Wie gesagt, wir haben gerade schon Fotos gemacht. Ich werde die euch jetzt im Video natürlich einblenden. Und wir sind jetzt noch am Überlegen, was wir machen. Ob wir jetzt ins Zentrum zurückgehen oder was wir machen, weil wir, glaube ich, alle anfangen, Hunger zu bekommen. So, das ist richtig, richtig schön hier. Aber noch werden wir ein bisschen die Zeit genießen. Also ich bin echt sprachlos, wie viele hier sind und auch den Mut gefunden haben, mit Baby zu kommen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei jedem Einzelnen, der hier war, mit dem wir diesen Tag genießen durften und konnten. Es ist wirklich wunderschön. Ihr saßt auf der Bank, richtig? Ja. Ich habe das nämlich gesehen, dass da ihr fasziniert beobachtet habt. Ja, schön. Ein bisschen zu erklären. Ja, erst haben wir gedacht, es wären alles echte Babys, ne? Wenn nicht eins schreit und sich kaum eins bewegt, dann guckt man schon. Ja, klar. Klar, das ist etwas Sensation, ne? Vor allen Dingen so viele, ne? So viele. Und das sind dann im Prinzip Sammler oder sie treffen sich das Das ist jetzt das allererste Treffen hier. Wir haben das jetzt so organisiert und das halt öffentlich auch organisiert, einfach ja, um uns zusammen auszutauschen. Ist aber eine Rehbornerin auf jeden Fall dabei, also die auch herstellt. Ja. Ja, aber wir sind halt jetzt im größten Teil alles Sammler. Also wir sind wirklich die Puppen kaufen. Künstliches Baby drin. Natürlich, ne? Natürlich. Ja, klar, das ist nun mal halt so und das ist uns halt auch allen bewusst. Ja. Und deswegen versuchen wir ja auch immer offener mit diesem Hobby umzugehen, damit immer mehr Menschen darüber erfahren und halt auch Toleranz dafür entwickeln. Einfach, damit auch wir offener weiter damit umgehen können. Ne? Ist da Film? Guck mal, hier das. Der Baum. Die Haare, ich liebe das ja auch, dass ich so ein Haar an. Ich finde das Gesicht so toll. Gerade war auch eine, als wir hier runtergekommen sind, war auch eine Frau. Ja, das ist Mika. Der grinst an Mika. So ist alles gefilmt und jetzt? Krass, jetzt muss stolz sein. Und sie hat wirklich gefilmt. Ja, wer weiß. Da ist die Lia-Maus. Die Schnecke. Hier sind überall Babys. Jede Menge Babys. Das ist so, so cool. Kinderwagen, ein Kinderwagen. Wir sind gerade noch hier, wir haben uns einen Schattenplatz gesucht und sind noch hier am Quatschen. Einige haben schon was zu essen geholt. Ich habe hier auch noch was. Auf jeden Fall, wir haben halt immer noch total viel Spaß hier alle. Quatschen viel über alles Mögliche. Das Schöne daran ist halt, das Hobby verbindet einfach und viele, die hier auch einzeln hingekommen sind, haben trotzdem direkt Kontakte geknüpft und halt jeder ist mit jedem am Quatschen und das ist das Schöne daran. Ja, und wir genießen einfach jetzt noch hier die Zeit. Genau. Und ich melde mich später wieder. Also, bis später. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. Wir sind jetzt zu Hause, wir haben jetzt ganz aktuell 21.23 Uhr. Wir hatten einen wunderschönen Tag, wunderschönen langen Tag, anstrengenden Tag, aber es war einfach rundum gelungen. Es war wunderschön. Wir haben uns alle wohl gefühlt und das war die Hauptsache. Und das war halt auch so ein bisschen unser Ziel. Wir haben versucht, ein schönes Treffen für alle zu machen und zu gestalten. Ich muss gestehen, ich bin sprachlos immer noch, wie viele da waren. Viele durfte ich neu kennenlernen, viele waren auch dabei, die wir schon kannten und wo wir uns dann wieder gesehen haben. Wir haben zum Schluss noch gemeinsam mit ein paar dann in der Cola-Oase gesessen und haben am Abend noch was gegessen, da weil wir alle ein bisschen noch Hunger hatten. Ich bin gerade dabei, alles auszupacken, wie man sehen kann. Wir haben hier noch so McDonald's-Gläser bekommen. Weil ich glaube, meine Mama und meine Schwester haben sich ein Menü gekauft und da waren dann halt diese Gläser bei. Richtig cool. Ja, haben wir zwei Stück bekommen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch so ein bisschen noch meine Ausbeute, bevor ich dann meinen Vlog beende. Wir waren nämlich beim H&M reingegangen und dort habe ich noch was für Delia gekauft. Und ich denke mal, das hier darf ich nicht zeigen, das gehört nämlich nicht mir. Aber das hier darf ich zeigen, das habe ich nämlich geschenkt bekommen für Milan, so ein Spieler. Also auch auf diesem Wege nochmal vielen, vielen Dank. Ja, wir haben dann halt noch etwas anderes geschenkt bekommen, das liegt aber jetzt im Flur. Und ich habe jetzt keine Lust mehr aufzustehen. Meine Mama wollte unbedingt, dass ich das wohl jetzt noch zeige. Ja. Und zwar sind das solche Bilder mit Sprüchen drauf. Zum einen der Spruch, Mama hat immer recht, kann ich leider nicht bestätigen. Aber ja, Mama hat immer recht. Das ist dann extra für meine Mama ausgedruckt worden und gemacht worden. Richtig süß, auch so richtig schön mit in Folie. Und ich denke mal, wir werden die auch rahmen. Und ich habe noch ein paar Bilderrahmen, also ich denke mal, da wird es schöne Orte für zu finden sein bei uns in der Wohnung. Unterschätze nie die Kraft des Schnurrens. Und im Hintergrund sieht man natürlich wieder eine Katze. Ne? Ja, du bist das. Auf jeden Fall, das haben wir zweimal bekommen. Einmal meine Schwester und einmal ich. Und dann haben wir noch zweimal bekommen diesen Spruch, der natürlich auch super passt. Was für eine Sorte Schokolade ist das? Meine. Das haben wir auch zweimal bekommen. Richtig süß. Einmal für meine Schwester und einmal für mich. Ja, das haben wir noch geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. So, dann haben wir hier unsere H&M-Ausbeute. Es ist nicht viel, aber ich finde, es reicht. Und zwar habe ich mir zum einen so Haargummis mitgenommen. Und ich mag ja die Haargummis, die hier kein so ein Metallstück haben. Weil mit diesem Metallstück, da kriege ich die Krise dran. Also es tut mir total weh in den Haaren. Ich habe zwar noch jede Menge, aber ich finde Haargummis kann man nie genug haben. Ich habe mir jetzt einfach welche in Braun mitgenommen. So, die haben mich gekostet 2,99 Euro und das sind 10 Stück. Dann habe ich diese süßen Schleifen entdeckt, diese Kopfbändchen. Und ihr wisst ja, Delia ist ein totales Haarbandbaby. Der steht das unheimlich gut. Und dann habe ich diesen Dreierpack gefunden. Richtig süß. In Grau, in Weiß mit Herzen drauf und in Rosa mit weißen Herzen drauf. Richtig niedlich. Ja, da konnte ich nicht widerstehen. Und dann habe ich mal mitgenommen Fäustlinge, Babyfäustlinge.
Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es ist ja so, dass man an den Händen gut erkennen kann, dass es keine echten Babys sind. Ja, habe ich einfach mal mitgenommen. Die haben mich jetzt auch 2,99 € gekostet. Also sind sie mit in die Tüte gehüpft. Meine drei Haarbändchen haben mich 5,99 € gekostet. So, und dann kam noch ein dreiteiliges Set für Delia mit. Und zwar mit so süßen Hasen drauf. Richtig goldig. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich muss das unbedingt haben. Denn ich hatte schon mal so einen ähnlichen Langarm-Body. Und den habe ich dann Thalia übergelassen, weil der Delia nicht gepasst hat. Und deswegen musste ich den haben. Das ist ein dreiteiliges Set. Das ist einmal ein Langarm-Body mit Hasenköpfchen drauf. Und dann passen so eine Leggings und eine Mütze. Und das hat mich jetzt gekostet 9,99 €. Das war unsere kleine Ausbeute von heute. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand abbekommen, hier auf der Nase und hier an den Seiten. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal meine Zeit, um das alles zu verarbeiten. Die ganzen Eindrücke, was alles passiert ist. War natürlich eine Riesensensation dort alle. Die ganzen Leute, die dort ganz normal eingekauft haben oder irgendwas im Zentrum gemacht haben. Das war natürlich, wir waren natürlich Blickfang. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch von euch für heute. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!